Wisst ihr, ich persönlich liebe ja Brookhaven, aber manchmal kann es hier auch ganz schön langweilig werden. Das heißt, ich will heute auf jeden Fall einmal verreisen. Deswegen bin ich hier auch schon genau richtig vor dem riesigen Rathaus, denn ich will hier einmal im Reisebüro fragen, ob es hier vielleicht irgendetwas gibt, wo man hinreisen könnte, was vielleicht sehr, sehr billig ist oder was auch sehr viel Spaß macht. Das heißt, hier bin ich auf jeden Fall schon genau richtig. Hallo Eric, ich habe gehört, du willst billig verreisen. Na dann bist du hier genau richtig, denn ich habe einen billigen Flug nach Livetopia, der nur 5 Dollar kostet. Leute, nur 5 Dollar? Na dann hier, nimm mein Geld und gib mir sofort das Ticket. Ich will auf jeden Fall sofort losfliegen. Okay, okay, okay. Ah ja, hier ist es. Viel Spaß mit deinem Ticket. Oh wow, na dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe hier mein Airplane-Ticket, so wie es aussieht. Das nehme ich einmal in die Hand und renne auch direkt einmal zum Flugzeug, weil ich schon losfliegen will. Denn so eine Option hat man ja nicht alle Tage. Ein Ticket für nur 5 Euro. So, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim Flugzeug wieder. So, hier sind wir auch schon bei Brookhaven Airport. Wir gehen hier direkt einmal rein, nehmen uns hier noch einen Koffer, denn den brauchen wir natürlich. Und dann können wir hier auch schon losrennen. Ah, so wie es aussieht, kommt auch schon der nächste Flug direkt. Und wir können hier einmal reingehen und dann würde ich sagen, setze ich mich hier hin und wir sehen uns wieder, wenn ich in Livetopia angekommen bin. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie es dort aussehen wird. Okay Leute, ich glaube, oh ja, in 5 Sekunden landen wir auf jeden Fall und dann sind wir in Livetopia angekommen. Wir können hier einmal aussteigen. Okay, dann sind wir auch schon ausgestiegen direkt und jetzt sind wir hier angekommen und wow, das sieht ja schon mal richtig, richtig nice aus. Ich finde sogar etwas schöner als Brookhaven, aber ich denke, das kann ja jeder für sich entscheiden. Wir können ja auch einmal uns hier richtig anstellen, einmal rausgehen, natürlich immer alles ordentlich machen. Und jetzt sind wir auch schon in der Stadt, so wie es aussieht. Und das sieht echt krass aus. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes anfangen soll. Aber man hat hier auf jeden Fall ein Inventar und hier auch so eine Liste wie in Brookhaven. Das heißt, es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Aber ich sehe gerade, es gibt einfach Haustiere, das heißt... Oh Leute, wir können uns einfach hier unser eigenes Tier adoptieren. Es gibt diesen süßen Teddy, den können wir auch einmal ausrüsten und der rennt uns sogar richtig krass hinterher. Ja, ich glaube, den behalte ich hier erstmal, weil der schon ziemlich süß aussieht. Es gibt auch Autos, da kann ich vielleicht mal ein Skateboard spawnen. Oh ja, okay, okay. Und damit können wir jetzt auf jeden Fall rumskaten. Es gibt einfach einen Lebensmittelladen. Okay, da werde ich einmal absteigen und das sieht doch auch schon mal richtig schön aus. Wir können uns einfach so eine... Pizza nehmen, die können wir essen. Es gibt Burger, der einfach größer ist als mein Kopf. Und hier ist einfach das Tierland, Leute. Hier können, glaube ich, alle Tiere hin. Hier kann man sich hinsetzen, sich entspannen, während die Tiere hier drin spielen im Wasser. Das ist doch auch ziemlich cool. Und ich glaube, ich habe hier mehr Spaß als mein Bär. Okay. Ich kann, glaube ich, auch E drücken hier einmal. Und ich kann ihn einem Namen geben. Der heißt doch einfach mal abonnieren, Leute. Denn genau das solltet ihr auf jeden Fall machen, den Kanal kostenlos abonnieren. Das würde mich nämlich sehr, sehr unterstützen. Ich kann sogar auf ihm reiten. Oha, das ist doch sehr nass. Und ich bin sogar ziemlich schnell damit. Es gibt hier auf jeden Fall ein Café. Das heißt, ich muss ja mal absteigen. Und, wow, okay. Wir können hier uns einmal die Rolle geben. In Brookhaven auch. Und wir können hier uns Kuchen nehmen, der sogar ziemlich, ziemlich lecker aussieht. Hier ist dann anscheinend auch schon die Stadtmitte und in der Stadtmitte gibt es ja natürlich die meisten Attraktionen. Zum Beispiel ist hier einfach eine Bühne, auf der ich mich auch hier hinstellen kann und einmal hier DJ werden kann. Hier kann ich auch Schlagzeug spielen. Das ist auch alles hier einzeln animiert, was auch sehr, sehr schön aussieht. Es gibt hier einen Mech. Okay, kann ich hier einsteigen? Oh, ich lehne mich einmal zurück, während der Mech einfach gefühlt alles hier zerstört. So, ich habe es geschafft und hier ist auf jeden Fall ein kleines Geschenk. Das können wir auch aufsammeln und wir bekommen sogar irgendetwas. Oh, ein kleines Kind, so wie es aussieht. Nee, eine kleine Spielzeugfigur. Okay, sehr schön. Die können wir, glaube ich, wieder entfernen. Und hier ist eine Gießkanne und eine kleine süße Pflanze. Können wir die gießen hier? Mal schauen, ob das funktioniert. Lass mich schlafen. Was wässere mich in der Nacht? Die ist anscheinend nachtaktiv, diese Pflanze. Ja, sehr verrückt hier auf jeden Fall. Es gibt eine Polizeistation. Die sieht doch auch sehr, sehr nice aus. So können wir mal reingehen. Und hier sind dieselben Sachen wie in Brookhaven. Einmal die Handschelle, dann einmal ein Schlagstock. Ich weiß gar nicht, ob es das in Brookhaven gibt, aber ich glaube schon. Der hat sogar auch Animationen. Das sieht auch ganz gut aus.
Aber sonst sehe ich hier nichts. Secrets habe ich eigentlich noch nicht wirklich welche gesehen. Was ich nicht so nice finde, Brookhaven hat ja sehr viele Secrets, aber Liveopia nicht wirklich so, wie es aussieht. Oh Leute, was sehe ich denn hier? Hier ist einfach ein riesiger Spielplatz und wir können hier sogar schaukeln. Das ist sehr schön gemacht. Dann hier ins Wasser springen, während wir schaukeln. Hier ist ein Riesenbild von einem Hund. Dann ist... Oh, hier ist so eine Riesenente. Aber Leute, es gibt keine einzige Kuh. Das finde ich nicht so gut. Das sollten wir noch hinzufügen. Hier ist dann ein Würfel, den man sogar nehmen kann oder andrücken. Oh, okay, ich muss anscheinend neun Würfel finden. Einen habe ich schon. Hier ist ein Rutschenturm, so wie es aussieht. Ah ja, da können wir hier hinten hingehen. Und hier einmal klettern. Und wenn wir oben sind, kommen wir neben gleich die große Rutsche. Da können wir dann auch einmal rutschen. Let's go! Das war doch sehr schön. Ich denke, das war es hier soweit von dem Spielplatz. Und oh, hier ist einfach eine Lokomotive. Die sieht ein bisschen aus wie Thomas, die Lokomotive. Aber wir können da, glaube ich, auch einmal einsteigen. Und wir können sogar damit fahren. Das heißt, hätte ich ein paar Freunde im Server, könnten die auf jeden Fall hier mit mir Lokomotive fahren. Dann steige ich einmal wieder aus. Und das ist eine Werbung. Hier ist anscheinend gerade sogar ein spezielles Event. Ein Museum oder so, so wie es aussieht. Aber ich glaube, ich gehe wieder. The Flower hat einen Blumenladen. Und hier gehe ich auch einmal rein. Und das sieht wirklich, wirklich schön aus. Das ist so schön gebaut. Also ich wünsche wirklich, ich könnte es so gut bauen, weil das ist wirklich schon etwas schöner als Brookhaven hier, der Laden. Aber hier ist einfach ein Aquarium, ein riesiges. Okay, das sieht nicht so groß aus. Wir können einmal hier runtergehen. Willkommen steht hier. Wow. Oh, okay. Wow. Das sieht wirklich schön aus. Hier sind überall Fische. Hier ist eine Schildkröte. Hier sind kleinere Fische, die auch alle schwimmen. Hier sind Quallen. Hier ist sogar ein Aufzug, den wir auch benutzen können, so wie es aussieht. Ah ja, okay. Jetzt sind wir hier ganz unten und... Hier ist ein Seestern-Aquarium und hier sind so Muscheln drin. Da können wir sogar drüber laufen. Vor allen Dingen auch dieses echte Wasser hier überall. Da können wir auch nochmal schauen. Ist hier ein Schwimmbecken? Oh Gott, Leute, da müssen wir auf jeden Fall rein. Wir klettern hier einmal hoch und... Ja, hier können wir sogar mit den ganzen Fischen schwimmen. Mit der Schildkröte hier. Hallöchen, du siehst doch sehr beruhigend aus irgendwie. Sehr entspannt. Hier sind auch noch ganz viele andere Fische. Ey, das sieht so gut gemacht aus. So, dann schwimmen wir wieder einmal nach oben, ehe ich hier keine Luft mehr bekomme. So, ich verbringe hier auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag in Liveopia. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr jetzt auf jeden Fall gerne kostenlos den Kanal abonnieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel findet. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, das hier direkt auf dem Bildschirm ist.